So, und damit herzlich willkommen zurück hier im Weird Park. Und ich muss hier gerade mal schlecht vorbereitet, ich muss hier gerade mal ein bisschen Platz schaffen. So, und weiter geht's. Ich habe jetzt eine Weile nicht gespielt. Ich habe mich über die Weihnachtsfeiertage, also wenn ihr das jetzt hier direkt beim Dings guckt, über die Weihnachtsfeiertage, wozu brauche ich, brauche da gar nicht die Tastatur, habe ich mich ein bisschen zurückgehalten, was das Spielen angeht. Viel woanders gewesen und so und hast du nie gesehen und Familien und Weihnachten vorbereiten und hier und da und dort und da habe ich mich ein wenig zurückgehalten, was das Spielen angeht. Was für eine unheimliche Statue, ich habe aber dorthin geklickt. Und wir sind hier immer noch in der komischen Interpretation von Hänsel und Gretel war das da, oder? Wir haben noch das Schwert, das rostige, was für die Dorni... Dreh alle Teile des Fisches wieder... schneller... Dreh die Teile und stell den Fisch wieder her. Ein Klick auf ein Teil bewegt die zwei benachbarten. Ach. Oh. Oh. Na, guck mal an. So, passt. Passt. Oh, passt wirklich. Hey. Einfach, ich habe jetzt einfach sinnlos hin und her gedrückt. Ich habe überhaupt gar nicht, jetzt haben wir hier einen Schlüssel, der wird wahrscheinlich hier verpassen. Hey, fängt gar nicht, ich habe gedacht, ich habe jetzt hier arg zu tun, bevor ich hier überhaupt wieder reinkomme. Aber es geht direkt weiter. Sind wir immer noch im Hänsel- und Gretel-Märchen? Echt? Naja. Wir haben hier verdammt viele Türklopfdinger und hier eine, der fünfte Türgriff fehlt. Okay. Was haben wir hier denn noch? Dieser Drehogel fehlt. Die Kurbel. Wir brauchen eine Kurbel. Hier geht's runter in die Werkstatt. Da haben wir ein Wimmelbildspiel. Oh, oh. Wenn ich etwas schärfen muss, kann ich diesen Schleifstein verwenden. Und das Masterschwert ist wieder scharf. Was haben wir hier? Ein Blasebalg. Der Blasebalg hat ein Loch. Ich sollte es flicken. Dann darf ich hier irgendwas schmieden. Der Ofen ist nicht heiß genug, um Eisen zu schmelzen. Und der Amboss ist perfekt, um etwas darauf zu schmieden. Aber nehmen wir hier erstmal das Wimmelbildspiel in Angriff. Und ich stelle gerade fest, ach, das ist ja dämlich. Ich muss mal mein Handy hier auf lautlos stellen, sonst wird hier wahrscheinlich gleich irgendwas in der Aufnahme. Blieb, blieb, blieb. Und ich habe gar nicht die Stoppuhr gestellt. Stoppuhr. So, damit ich ungefähr weiß, wie lange ich hier aufnehme. Wegen den Folgen und so und hin und her. Hast du nie gesehen, weißt du Bescheid. So, dann, ihr hattet ja jetzt schon Vorlauf, ihr habt wahrscheinlich schon alles gefunden. Wir gehen mit den Granatapfel, Vorhängeschloss, Mausefalle, Vorschlaghammer und einem Pflock. Vorschlaghammer, Mausefalle, Granatapfel. Das kommt übrigens daher, man kann ja den Garten sprengen. Ja, man kann ja seinen Garten sprengen und... Mausefalle, oh, das war Zufall. Und aus diesem Begriff her hat sich dann irgendwann der Granatapfel abgeleitet, weil man auch die Apfelbäume sprengen kann. Und daher kommen die Granatäpfel. Das, was war denn das? Keine Ahnung. Hier soll irgendwo ein Löwe sich verstecken. Da an der Hand, da ist eine Schlange. Brauchen wir die? Ein Schürhaken oder was das ist? Eine. Okay. Ein Bügeleisen, ein Blatt, das ist ein Angelhaken. Eine Kelle. Eine Kelle. So eine Kelle? Ah, okay, so eine Maurerkelle. Ein Ei, das habe ich schon gesehen. Ein Bügeleisen, das ist wahrscheinlich so ein ganz altes. Das hier, ja, genau. Bumerang. Da oben. Dem Flock muss ich den schnitzen, oder? Ah, Moment. Ja. Schnippe die Schnapp, Schnapp. So, da können wir dann noch Vampire jagen. Da haben wir einen Schlüssel, da haben wir ein Holzschwert. Ich gehe mal, das vorherige Schloss müssen wir noch finden. Ich gehe mal von aus, wir werden hier bestimmt dann nochmal reinkommen und nochmal Sachen suchen. Bis jetzt wollen wir ja, glaube ich, in jedem Wimmelbild noch einmal. Hier, die Pistole sieht aus, als ob wir die noch finden müssten. Ein Vorhängeschloss und einen Granat. Ach, das ist der Granatapfel. Oben den Stiel abdrehen, wegwerfen und glücklich werden. So, was haben wir denn jetzt gefunden? Nimm Vorschlaghammer. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht mehr. Wofür braucht man den? Brauchten wir den weiter hinten irgendwo? Da war noch irgendwas mit Sumpf, ich weiß. Das Fenster ist so hoch für mich, um einfach hineinzuklettern, selbst mit der Leiter darunter. Dann nehme ich die Leiter mit. Ich könnte die Leiter eventuell ein wenig anheben. Hm? Na, dann hebt die doch ein wenig an.
Okay, gehen wir weiter. Ach so, wir könnten jetzt mit dem Schwert natürlich hinten durch die Dornenbüsche. Hier haben wir das nächste Minispiel. Da haben wir einen Galgen, können wir uns da hängen und dann ist das Elend endlich vorbei. Wenn ich diese Schlinge abschneide, kann ich eventuell noch andere, kann ich sie eventuell noch anderweitig benutzen. Zack, Schwert, los geht's. Plupp. Meins. So, was haben wir denn? Ich wette, dieser Wagen gehört einem Botaniker. Warum? Gewürzhändler. So, hier ist, ich brauche den Schlüssel, also brauchen wir schon mal zwei Schlüssel mindestens. Mindestens will ich hier, ach komm, was soll's. Oder soll das jetzt hier schon wieder der Nussknacker sein, wegen diesem Symbol? Weil im Hänsel und Gretel war da nie die Rede von so einer Stadt und allem. Ist, verschiebe die Symbole, bis jedes an der richtigen Stelle ist. Oh, kann mir mal jemand sagen, wonach das aussehen soll? Das ist auf jeden Fall was mit... Also hier haben wir Ohren. Das soll das Löwe sein? Nase mache ich mal... Ist das ein Zeichen, dass das richtig ist oder was, wenn das so farbig wird? Hm. Wir orientieren uns mal an diesen Dingern. Machen wir erstmal einen Rand, was hier offensichtlich irgendwelche Haare sind. Nee. Da. Okay, das hilft dann natürlich, weil sonst wäre das, glaube ich, etwas... Boah, ich... Alter. Ich meine, das macht es auf der einen Seite etwas einfacher. Ich bräuchte hier rein theoretisch einfach nur ganz stumpf das ganze Zeug hier die ganze Zeit irgendwo hin tun. Das könnte hier unten reinpassen, ja. Aber sonst wäre das, also wenn die nie sich anders farbt, das wäre ganz schön heftig, weil ich sehe ja gerade überhaupt nicht durch. Ich bin zwar der Meinung, das könnte wegen der so mähenmäßigen Löwe werden eventuell, allerdings, warte mal, wenn hier die Nase ist, könnten, müssten da hier eigentlich irgendwo die Augen sein, so weit unten nie, oder? Dort oben wäre, würde aber auch nie passen, aber scheinbar. Oder ist das auf der Seite? Ah, dort haben wir die Augen. Jetzt könnten wir es überspringen, das machen wir aber mal nicht. Das heißt, hier das andere Auge. Hier ist der Rest vom Auge. Ach so, das ist die Pupille. Die Iris. So, jetzt haben wir hier noch das andere Auge. Ja, geht eigentlich. Das ist die Nase. Hier soll scheinbar schon so was Mundmäßiges sein. Allerdings, warte mal, sind das hier in der Mitte? Nee, da? Da. Das könnten ja Schnurrhaare sein. Nee, doch nie. Wir brauchen sowieso noch so ein bisschen ein paar Wellendinger. So? Nee. Wo könnte denn das hinkommen? Da. Da. Da könnte sich das ganz gut machen. So, jetzt brauchen wir hier auch noch sowas. Könnte das hier irgendwas mit der Nase sein? Ja. Das könnte nasenmäßig... Oh Gott. Also, es sieht schon recht löwenmäßig... Hä? Oh, das war Zufall. Gut. Recht löwenmäßig aus, allerdings so richtig. Könnte? Nee. Ha. Oh, okay. Nee. Hier müsste sich ja irgendwo, wo sich quasi so noch ein Nasenansatzding befindet. Allerdings. Boah. Nee. Boah, nee. Das ist. Das ist echt ein bisschen übel. Weil man da wirklich kaum was erkennen kann auf diesem Steinrelief. Was da so wirklich jetzt im Moment hingehört. Also, wenn das. Ja. Das könnte... Okay. Aber warum gehört das dort nie hin? So. Moment, warte mal, dann könnte das... Nee. Hier? Dahin? Ah, okay, hier so Augenbraue. Dann müsste das dahin oder hier hin? Nee, auch nicht. Scheibenkleister. Siehst du? Oder ist das das? Nee, so nicht. Das? Ach, das war hier so ein Bankknopf. Nee, das ist doch kein... Soll das ein Löwe sein? So, ja. Hopp. Und hopp. Ja, okay. Ach, der hatte doch so, sowas im Mund. Eieiei.
Wer versteckt denn so alte Handschellen da drin? Ja, das fand ich jetzt ein bisschen schwierig. Also wenn die Teile sich dann nie geändert hätten, jetzt habe ich Handfesseln. Dann wäre das doch, hätte ich das durchaus etwas länger. Hätte das durchaus etwas länger gedauert. Weil das war jetzt echt nichts ohne. Hat man kaum was gesehen, wozu das gehört. Und ha! Dornröschen, ich komme! Hackt's! Jedes Mal, wenn die Statue die Leier spielt, wachsen die Dornen zurück. Die hat sie ja wohl nicht alle. Hier, komm! Zack! Haha! Eigentlich hätte ich vielleicht doch einfach die Frucht abhauen können. Abhacken können. So. Na, fang jetzt an zu spielen. Und jetzt nochmal auf die Finger. Pock, pock. So. Das sieht aus wie aus dem ersten Doom? Der erste Doom-Teil oder Unreal? Wo waren diese fliegenden, ich sag mal, Totenköpf-Viecher? Ja, ein Drache schreit Feuer. Ich kann die Hitze der Flamme von hier aus fühlen. Ich kann keinen Schritt weitergehen. Na toll. Der Hebel ist so hoch, um ihn zu erreichen. Dafür haben wir eine Schlinge. Zack. Drüber gezogen. Dran gezerrt. Und hier rein. Da braucht man ja keinen Schritt weitergehen. Und bevor wir uns hier um das Wimmelspiel. Was soll das? Na, noch Minigel. Wir gucken erstmal. Wir machen hier erstmal eine. Was ist das? Hallo? Ja, damit. Etwas steckt zwischen den Linsen fest. Es sieht aus wie ein Juwel. Leider passen meine Finger nicht durch den Spalt. Ich brauche etwas, um es herauszuziehen. Wir nehmen den Vorschlaghammer. Ja, das machen wir natürlich nie so. Da ist ein Kiste. Ah, auf die Kiste können wir dann wahrscheinlich die Leiter stellen. Ist auch die beste Idee ever. So, das nächste Windelspiel. Wir brauchen eine Spinne. Nofretete. Nofretete ist eine. Jetzt bin ich gerade vor Nofretete. Ne. Eigentlich gab es doch in Ägypten nur eine. Kleopatra war die einzige weibliche Pharaonin, oder? War Nofretete auch eine? Oder war Nofretete eine Gottheit dort mit? Ich weiß es nicht genau. Eine blöde Maske liegt hier. Egal, Spinne, Schild, Korb, Dreier. Jetzt wird's pervers. Nee, ist nur eine 3. So, Schuh, Geweih. Schuh. Alter Schuh, Geweih. Eine Lyra, ist das hier vielleicht? Ich weiß nicht, was eine Lyra ist. Ist es ein Musikinstrument? Ja, offensichtlich ist das ein Musikinstrument. Ein Trog, daraus esse ich immer einen Nagel, den müssen wir da erst rausziehen. Und zwar vorzugsweise mit dieser Zange. Na los, komm. Einmal kräftig dran ziehen. Wir brauchen 2 Sanduhren und noch eine Eule. Da ist die Eule. Sanduhr. Eine Spinne, ein Schild, ein Korb und die 3. Ein Korb ist da. Da ist die Uhr. Wo sind hier eine 3? 1, 2, 3, 3. Da sind Kaffeebündchen. Ah, da ist die Spinne. Das Schild. Meinte der das damit zufällig? Oder vielleicht das richtige Schild? Das ist ja eher ein Wappen. Aber in dem Wappen ist ein Schild, eine 3 und eine Sanduhr. Sanduhr. Ach, da ist die römische 3. Und nun muss die Sandruhe ja noch irgendwo sein. In welchem Märchen sind wir denn hier? Das ist doch. Vorher war ja immer jedes Bild so, also jeder so Teil-Adventure in eine neue Welt, neues Märchen. Und hier habe ich gerade das Gefühl, dass das ganz schön zusammengewürfelt ist, irgendwie alles im Allem. Und wo ist die Sanduhr? Weil das mit den Dornen wäre ja schon so Richtung Dornröschen. Mit Hänsel und Gretel hat das hier alles nichts mehr. Gut, okay, da brauchen wir da auch nicht wirklich was mit Hänsel und Gretel zu tun, sind wir mal ehrlich. Habe ich ja aber vorher schon was dazu gesagt. Was ist denn hier eine Sanduhr? Hallo? Sanduhr? Seht ihr eine Sanduhr? Boah, das Kettenrassel nervt. Eine Tomate? Ach du! Oh, eine gemalte. Du hast den Schild gefunden! Und damit kann ich wahrscheinlich den Drachenfeuer da entgegentreten. Da kann ich mich nach unten lassen, an diesem Metzgerhaken. Aber wir haben hier noch ein Wimmelbildspiel. Verschiebe jede Scheibe neben ein passendes Bild. Was?
Ach du, okay. Nee, Moment. Das muss dann... Ach. Ah, nee, falsch Rand. So, wir müssen das hier so quasi machen, dass wir das in so eine Reihenfolge schieben, weil wenn wir das so, dann sind wir jetzt hier eins weiter. Nach den Schuhen würde das Schild kommen, das heißt, wir müssten... ...diesen scheiß Kopf getauscht bekommen. Moment, so. So, nach dem Schild müsste diese Hand da kommen. Zack. Weiter. So, nach dieser Hand müsste der... Was nun? Achso, ich könnte es wieder überspringen. Möchte ich aber nicht. Müsste eigentlich der Helm kommen. Achso, nee, der kommt ja auch. Der Helm kommt ja auch. Danach müsste diese Hand kommen und dann das Schwert. Und das müsste jetzt dann eigentlich, wenn ich jetzt die im Kreis einfach hin und her bewege, die ganze Zeit. So. Schild, Hand. Ja, hässen wir. Babam. Hallo? Ja, ich wollte gerade sagen, nie richtig. Was? Okay, wieder runter damit, was? Dann gehen wir... Hallo? Ah, ha! Ich... Es ist... Ach, ich hab... Pass mal Obacht. Ist logisch. Hier, häng mal das Schild davor und dann, ne? Und ab geht die Post.